den Elektrofahrzeugen kommen natürlich neue Anforderungen. Es gibt das ganze Batteriemanagement, die Batterien müssen untereinander abgesichert werden, um auch einen möglichen Brand im Fahrzeug zu verhindern. Und da ist natürlich die Anforderung von Seiten des Automobilkunden sehr, sehr hoch. Schurter stellt Elektrokomponenten her, vom Stecker bis zur Sicherung, über diverse andere passive Elektrokomponenten. Die Automobilindustrie fordert immer mehr, dass man auch auf den Anlagen Messungen durchführt, um die Prozesse zu überwachen, um sicherzustellen, dass das Produkt am Schluss auch funktioniert. Und da wir hier auf engem Raum in der Schweiz arbeiten, müssen diese Anlagen sehr kompakt gebaut sein und dürfen auch nicht viele Mitarbeiter binden. Die RTS-Anlage zeichnet sich dadurch aus, dass sie in 2,7 Sekunden ein Teil produzieren soll. Es besteht aus 16 Prozessschritten, wobei jeder Prozessschritt, der getätigt wird, auch kontrolliert werden muss. Ich denke, in der ganzen Automobilindustrie und mit der Datenhaltung und der Sicherheit wird immer mehr gefordert, Daten zu erfassen, damit eben, wenn mal was passiert, damit man Datensätze zu dem Produkt zur Verfügung hat und somit beweisen kann, dass das Produkt einwandfrei produziert wurde. Die Herausforderung beim RTS-Projekt war, diese verschiedensten Anforderungen aus der Spezifikation in eine Maschine einzubinden. Die Kraftwegmessung der Firma Kissler zeichnet sich durch hohe Präzision aus, durch gute Anwendbarkeit für uns als Integrator. Und wir haben die Möglichkeit, pro 100 Messungen einmal das ganze System zu kalibrieren, um auch sicher zu sein, dass die Werte, die wir ermitteln, den Sollwerten entsprechen. Die Analyse von eigentlichen Kraftwegmessung geschieht mit unserem Kontrollmonitor, dem Maximo. Entscheidend ist halt, dass die eigentlichen Messsignale, die mit dem Maximo überwacht werden, gesichert werden und die Daten entsprechend gespeichert werden, um Rückverfolgbarkeit sicherzustellen. Wir waren mit einigen Fragestellungen auseinandergesetzt, insbesondere natürlich mit dem ganzen Thema Traceability, also Rückverfolgbarkeit von den verbauten Bauteilen, also von allen Komponenten, die in so einer Sicherung drin sind. Der Kunde möchte immer mehr auch wissen, zu welcher Zeit welches Bauteil mit welchen Prozessparametern gefahren wurde. Und da ist es ganz wichtig, dass wir eigentlich Daten von der Anlage kriegen und diese auch bei Bedarf dem Kunden zur Verfügung stellen können. Die Messlatte ist sehr hoch und wir sehen das eigentlich als Chance, besser zu werden. Für uns ist die Philosophie Zero Defect, also wir wollen eigentlich null Fehler produzieren und deshalb brauchen wir auch Anlagen und Prozesse, die sehr robust sind, sehr stabil sind. Dieses System hilft uns da natürlich, die Werte einerseits zu generieren und auch Sicherheit zu gewinnen und unter dem Strich auch Kosten einzusparen. Die Zusammenarbeit mit der Firma Kister hat hervorragend funktioniert. Wir wurden tagkräftig während der Konzeptphase unterstützt. Bei der Lieferung in Betriebnahme konnten wir auf erstklassige Dienstleistungen abstellen und auch der After-Sales-Service hat uns begeistert. Für die Zukunft heißt das für mich, dass ich sicher darauf achten werde, wenn wir eine neue Anlage entwickeln, wenn wir solche Messinstrumente brauchen, dass wir auf die Firma Kister wieder zugehen wollen.